Sei gegrüßt. Ich wurde gefragt, wie man aus Detailzeichnungen, naja, 3D-Detail-Darstellungen machen könnte. Dazu bin ich jetzt einfach halt mal auf baumit.at Service Detailzeichnung gegangen. Nehme zum Beispiel jetzt so eine Detailzeichnung von einer Fensterbank, nachträglich oder was. Rechte Maustaste, verlinkten Inhalt speichern unter. Fensterbank nenne ich das. Könnte ich auch mit der DWG machen, ich habe es mit dem PDF gemacht. Sichern. Und dann gehe ich in den Finder, Dokumente, Fensterbank, hier habe ich es. Spring kurz rüber in mein Archicad, nochmal zurück und ziehe mir diese Fensterbank einfach mal rein ins Archicad. Das ist ein Vektor-PDF, das kann ich genauso zerlegen wie ein DWG, das ich vielleicht falsch skaliert habe. Mit dem DWG wäre ich jetzt gefragt worden, mit welchem Maßstab ich es einfügen will. Das zerlege ich jetzt mal. Bearbeiten, verändern, na, vereinigen, zerlegen hier. In 2D-Elemente zerlegen. Da kann ich das Originalelement behalten. Ebenen, eingebettete Ebenen importieren. Dann habe ich einen Ebenensalat, das lasse ich lieber. Ich nehme einfach so, wie es ist. Okay. Steuerung E, ich gebe die Originalzeichnung mal zur Seite. Ich schmeiße alles raus, was ich vielleicht nicht brauche. Und habe hier jetzt zum Beispiel alle möglichen Formen und so weiter, die ich nachfahren kann. Hier habe ich eine Schraffur, hier habe ich eine Schraffur, hier habe ich eine Schraffur. Hier habe ich keine Schraffur. Mal sehen, ob hier Schraffuren drinnen sind. Hier sind auch keine Schraffuren drinnen. Es wäre natürlich jetzt einfacher, wenn ich lauter Schraffuren drinnen hätte. Aber ich könnte das, wenn ich das in Schraffuren habe, dann sehr schnell in den Profilmanager übernehmen. Gut. Ich versuche das mal, wie weit das jetzt hier möglich ist. Ich nehme jetzt mal massiv 25% und nehme irgendeine Farbe. Es ist halt dann egal für ein helles Grau und sage jetzt okay. Hier habe ich hier so. Ah, das funktioniert ganz gut. Gehe nochmal zurück. Diese Linie hier stört mich bei dieser Funktion. Das heißt, wenn ich jetzt hier so reingehe, jetzt habe ich hier die Schraffur mit der Leertaste übernommen, also Leertaste-Klick. Und jetzt kann ich hier die einzelnen Dinge, die ich in dem Profil brauche, schnell rausnehmen. Dann, weil ich schon hier bin, kann ich auch hier eine Schraffur draus machen. Ich mache das jetzt mit der gleichen. Das könnt ihr dann natürlich dann mit anderen Schraffuren machen. Ist das eine Schraffur? Vermutlich. Ja, das sind Schraffuren. Dann das Zeug interessiert mich weniger. Die Schraffur wäre nicht gut, wenn die drinnen wäre. Die nehme ich raus. Hier habe ich schon eine. Dann brauche ich vielleicht noch eine für den Verputz. Da bin ich zwei drinnen, weil so Linien dabei sind. Die brauche ich noch vorläufig. Ja, das nehme ich dann für den Verputz mit, für den Deckputz. Dann das gleiche mache ich jetzt. Ja, da habe ich Schwierigkeiten dann damit. Ja, hier geht's. Also Leertaste-Klick, dann anklicken. Leertaste-Klick, 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 Leertaste. Dann habe ich das schon mal. Dann vielleicht das noch. Muss ich vorsichtig sein. Das geht. Also muss man bloß aufpassen, wo man dann blaue Linien bekommt, um das zu machen. Ich zeige es nochmal zurück. Wenn ich hier klicke, ist es falsch. Wenn ich hier reinklicke, also nicht auf die Kante, sondern in die Fläche, finde das. Leertaste, also zuerst einmal markieren mit der Großschreibtaste, Leertaste klickt, dann habe ich das auch. Da findet er nichts, da findet er nichts. Das heißt, es ist irgendwo offen, ist aber kein Problem, weil ich kann sehr schnell, weil es Rechtecke sind, selber
Zeichnen, Großschreibtaste halten, Klick, rüberziehen. Hier fange ich an, Großschreibtaste rüberziehen, das ist diese Funktion hier. Das heißt, ich habe dann sehr, sehr schnell meine hier, das nehme ich mit. Und unten würde ich natürlich dasselbe machen. Und jetzt gehe ich einfach her und sage Steuerung A, alle Schraffuren. Steuerung C. Dann gehe ich in den Profilmanager. Das heißt, ich müsste jetzt alles gemacht haben. Das spare ich mir jetzt für dieses Demo. Ich sage eine neue, der eigene bedeutet neue Profilmanager. Profilmanager ist hier das. Bearbeiten. Und gebe das mal rein, Steuerung V. Einfügen. Das heißt, ich habe jetzt hier Schraffuren drinnen. Ich sage zu den Schraffuren, Steuerung A, ihr sollt mal eine Umrandung auch haben, dass ich euch sehe. So, wo ist der Nullpunkt? Hier ist der Nullpunkt. Brauche ich jetzt für diese Demo eigentlich nicht wirklich, aber okay. Und jetzt? Natürlich, es fehlt das Mauerwerk, es fehlt der Putz, da habe ich keine Schraffuren gemacht. Da gehe ich jetzt einfach mal für eine Wand und sage sichern. Neues Profil, Fenster. Detail. Wie gesagt, es fehlt jetzt eine ganze Menge Schraffuren, die ich mir für dieses Demo jetzt spare. Diese Arbeit muss man sich halt machen. Ich gehe in den Grundriss, nehme die Wand, sage keine normale Wand, sondern eine Profilwand, welche Fensterdetail. Und ziehe mein Fensterdetail. Ich habe jetzt um den Maßstab auch nicht gekümmert. Wenn ich mir das Ding in 3D anschaue, Steuerung 0, dann habe ich die Dinge bereits da. Und jetzt könnte, ich habe mich jetzt mit den Schraffuren überhaupt nicht darum gekümmert, ich habe überall dieselbe Schraffur genommen und so weiter, was drinnen war. Sehr viele Dinge fehlen natürlich. Natürlich sind die länger gezogen. Das heißt, ich muss das dann schon weiter bearbeiten. Ich kann das aber relativ schnell, rechte Maustaste, in ein Morph umwandeln. Wo geht's? Auswahl in Morphs konvertieren. Okay. Wenn ich das habe, kann ich zum Beispiel Sachen weiter rausholen, weiter reinsetzen. Und so weiter. Und kann damit sozusagen ein entsprechendes 3D-Detailbild erstellen. Ich muss jetzt aufpassen, wo ich hinklicke immer, wenn ich das tue. Das wird natürlich jetzt schon ein bisschen schwierig für meinen armen Rechner. Aber ihr seht schon, ich kann das relativ gut bearbeiten und kann so aus Detailen sehr, sehr schnell 3D-Details machen. Gut. Das war hoffentlich genug, um die Frage zu beantworten und ich wünsche euch alles Gute, bleibt gesund und glaubt nicht jeden Käse, den euch das Fernsehen erzählt. Ciao! So, jetzt muss ich das beenden. Okay.